Regional, zuverlässig und fair. Strom und Erdgas der Stadtwerke München gibt es auch in Denklingen. Wir wünschen gute Unterhaltung bei Ortschaft der Woche. Liebe Zuschauer, servus. Wir sind ja immer noch unterwegs rund um Denklingen. Da gibt es einen herrlichen kleinen Ort, der sich da nennt Dienhausen. Dienhausen hat einen Brotbackverein. Und wenn's Fernsehen kommt, ist es natürlich klar, dass dieser Ofen angeheizt ist. Und ich hoffe, nebst Inhalt auch noch was anderes zu essen gibt. Du wirst echt, dass da drunter gibt's Brotzeitbredel, Sebastian. Ja, grüß Gott. So, ich würde sagen, wir legen los. Ist der Ofen angeheizt? Der Ofen ist angeheizt. Servus, Name? Frau Hanel. Das ist die Frau Hanel. Machen wir Erika. Ich bin die Marion. Okay. Erika, ja. Ein Brotbackverein in Dienhausen. Genau. Sag mal, habt ihr nichts zu tun oder wie kommt ihr auf den Brotbackverein? Auf dem Geburtstag zum 50. hat man das halt gemacht, nach später Stunde. Ja. Ist mal auf den Blödsinn gekommen. Wei. Also Moment, da braucht man einen Ofen, man braucht einen Teig. Ja, die Leute haben dann gespendet alle und dann hat man den Ofen gebaut und dann ist losgegangen. So, und das ist jetzt der gesamte Brotback. 25 Jahren. Seit 25 Jahren gibt es aber noch Jungvolk, die waren vor 25 Jahren ja noch gar nicht da. Die kommen jetzt nachher noch. Das sind meine Mädels, die wo im roten Schutz sind. Mhm. Wie oft backt es denn so Brot? Viermal circa im Jahr. Ja. Also und dann ist großes Fest. Ja, genau. Das kann jeder backen, der wo möchte. Und einmal im Jahr haben wir ganzes ein Brotbackfest. Und ist immer was mit dem Ofen mit dabei. So, jetzt gehen wir zu den Leuten. Servus, alle warten schon, gell? Gibt schon was Gescheites zum Essen? Deswegen bin ich auch da. So, grüß Gott, macht man so, gell? Mädels, hä? Wer sind denn die Gründungsmitglieder, wenn ich mal fragen darf? Ja, mit der langen Hose. Ja, da will noch mal, wenn das Hauer ins Feuer kommt, hä? Hast du mich verstanden? Ja, da brennt es saftig. Dann brennt es saftig. Ist aber noch nie so viel passiert. So viel Brot gebacken hast du noch nicht. Nein, ich bin immer weit, weit weg vom Feuer. Gründungsmitglieder, aber. Essen wird ja gut. Das ist der Männertisch übrigens. Genau. Wir wollten dazwischen da, aber strengste. Jetzt brauchen wir Untertitel. Ab jetzt beginnt der Moment mit Untertiteln. Verstehen Sie, wir sind beim Lechranerisch, oder wie das heißt? Dass man das auch versteht. Ist das schon Brot von euch, Erika? Echt? Da mal ein Brickel unterreißen. Wer bist denn du eigentlich? Martin. Asner. Ja? Martin, der Martin. Martin, servus. Ja, bin Marion. Du sollst ein Brickel unterreißen. Ich hab Hunger. Also das lassen wir mal probieren. Das habt ihr schon gebacken? Martin, ja. Boah, es gibt auch gesundes Brot. Was machst denn du beim Brotbackverein? Ich bin der erste Initiator. Was, wirklich? Ja. Du warst also auch beieinander gesessen danach. Nach einem Geburtstag kommt man auf so einen Blödsinn. Ja, genau. Das ist ja ein 6-Tonnen-Brot. Ja. Wer macht denn den Teig? Ein 6-6-6-Brot. Ein 6? In deinem Wunschgedanken schon, ja. Gell? Ja, freilich. So, jetzt gehen wir mal zu den Mädels. Ich schon weiter durch, gell? Kind schon weiter bedienen. Moin, servus. Servus. Das ist aber freiwillige Feuerwehr. Jawohl. Da machst du Brotbackverein auch noch. Genau. Auch noch? Auch noch. Wie narrisch. Und sonst geht's gut? Ja. So, wer macht Teig? Wer macht die Teige? Ja. Lass uns die Damen mal vorstellen. Name? Marianne. Marianne? Tamara. Du bist aber nur recht jung, Tamara. Das hat er ja. Zu wem gehst du dazu? Zu dem mit dem langen Haar und die Feder, ja. Genau. Ah, der hat sich weiter vermehrt. Wirklich? Ja. Das ist dein Kind. Hallo, das ist dein Kind. Das ist meine Mara. Ja. Hast du ihn nicht so schlecht hingekriegt? Ja, ja. Da war die Mutter nicht so schlecht, wa? Ja, ja. Da war die Mutter aber nicht so schlecht. Ja, immer frei. Ja, da hat mich selber auch angestrengt. Das meint sie immer. Ja, und das ist dann der Teig. Wie lang muss der? Und das muss man ja lernen. Woher lernt ihr das? Das haben wir uns selber angeeignet. Aber ich selber? Ja, das lernt man mit der Zeit. Wir haben ja schon 25 Jahre, da kann man das dann schon. Wir haben viele Fehlversuche, viele schwarze Brote. Was ist noch richtig daneben gegangen? Ja. Die ersten Jahre schon, ja, viel, weil der Ofen... Temperatur?
bei 250. Also ich bin nicht so der große Fan mit 300 Grad, weil die Leute möchten alle gerne ein helles Brot, ist zu dunkel, ist zu schwarz. Ja, also ja, gibt aber auch die, die Schwarzkrusten auch schon gerne. Meine Oma war immer so eine. Aber wir haben aber mehr Leute, die aber das helle mögen. Ja. Und auch das helle Brot, also mehr Weizen, bloß ein Teil an Rocke. Aber ich habe auch heute ein Roggenbrot gemacht und mit Sauerteig. Also mein Moment, ist schon was drin im Ofen eigentlich? Wir können was reinschieben. Schiebt's mal nein, das zeigen wir gleich. Ja, wollt mir zeigen es gleich, liebe Zuschauer, während ich mich durchfresse, so kann ich das sagen, sind wir gleich wieder da. Da sehe ich einen Obatz. Ist der Obatz da? Gleich bin ich da. Regional, zuverlässig und fair. Strom und Erdgas der Stadtwerke München gibt es auch in Denklingen. Wir wünschen gute Unterhaltung bei Ortschaft der Woche. So, das ist jetzt der Teig, liebe Zuschauer. Wir sind immer noch in Dienhausen. Marion hat schon die erste Scheibe vertilgt. Das, glaube ich, war das gerade, gell? Genau. So, das ist ein normaler Sauerteig. Oder was ist das für ein Brot? Ach, das ist der Sauerteig. Oh, Chidri, kennen Sie gar nicht aus. Ein Bauernbrot. Das andere ist ein helles Bauernbrot. Das verstehe. So, Leute, wer hat euch das Brotbacken beigebracht? Selber. Hat mir doch irgendein Bäcker mal gesagt, mal lass, so geht's. Nein, wir haben es selber gemacht. Ich bin in der Hauswirtschaft gewesen und da nimmt man ein bisschen das Backen her. Und dann kann man ja, klar, Erika, du, ich packe auch mal meinen Ofen und backe einen Kuchen. Und dann denke ich mir, machst du einen Brotbackverein? Gewisses Talent brauchen wir schon auch. Wir geben es an unsere Kinder und Mädels wieder weiter. Sehr gut, das ist schon recht gut, gell? Mhm. Wie lange braucht denn so ein Brot? Ach, Semmel haben wir auch noch, schau dir das an. Das hast du ganz schön gemacht, Marianne. Sehr, sehr schön. War auch Teamwork. Semmelteig an sich, auf was kommt es denn da an? Das ist ein sehr feines Mehl. Feines Mehl. Und der geht nicht so lang. Wie zum Beispiel das Roggen, das braucht länger zum Gehen, 2 Stunden circa. Okay. Mit zwischendurch kneten. Aha. Was macht einen guten Teig aus oder gutes Brot aus? Lang kneten. Langes Kneten. Also wir haben keine Maschine, wir den immer mit der Hand kneten und du solltest normalerweise 10 Minuten mindestens kneten. 10 Minuten? Ja. So, dieses erste. Könnt ihr eigentlich normal Brot in der Bäckerei essen? Wenn ihr wisst, wie gut euer Brot ist. Geht das? Geht schon. Wirklich? Ja. Aber ihr schmeckt es auch, wenn es nicht so gut ist oder wenn es nicht so guter Teig ist. Das ist halt ein festerer Teig, was wir haben. Das mag ja jeder. Die anderen mal eher der fluffige Teig, wir haben halt eher einen festeren Teig. Wann musst du den Ofen anheizen, damit er die Temperatur kriegt? 3 Stunden davor. Mit Holz? Mit Holz. Mit Holz. Holz kommt raus, dann und dann schiebst du es auch gleich rein. Gottes Willen, der Ofen ist schon lang offen. Das Feuer kommt raus? Ja. Dann, und dann wird es ausgewischt mit Wasser. Ja. Und dann machen wir wieder zu, dann lassen wir es ein bisschen verteilen, dass es sich verteilt, die Wärme. Ja. Und nach ca. 20 Minuten, wie nach Wetterlage, schmeißen wir dann das Brot wieder rein. Ich wollte mich gerade sagen, im Winter habt ihr schon ein bisschen Ruhe, oder? Ja, im Winter ist ein bisschen zapfig da herassen. Genau. Da steht Erika dann alleine da und macht bei Schneefall. Brot dann zusammen. Mädels, jetzt lass nicht so, jetzt schiebt es einmal rein, um Gottes Willen, wir wollen euch ja nicht die Kraft kosten lassen. Derweil kümmere ich mich mal um andere noch am Mai. Da haben wir einen ganz kleinen Brotbackvereinsmitgliedsmenschen. Ist sie? Wie alt? 4,5 Monate. Ich drehe so durch. Servus. Sophia. Mag sie ja bald, wenn feste Nahrung kommt? Ja, die schauen ist wir schon. Mal. Die ist schon. Aha. Haben wir das Schlimmste schon hinter uns? Ist sie schon, oder? Ist sie schon. Wie man schon denkt. Oh, schau dir das an. Dann wird das bloß noch in Form ein bisschen gedrückt. Wasser drauf, verstehe ich auch. Genau. Dass die Luft hingeht. Und dann sticht es nun mal rein, Erika, mit der Gabel und dann wird das. Das ist ja verrückt. Und braucht jetzt wie lange? Circa 1 Stunde. Eine Stunde, da lasst ihr euch aber Zeit. Eine Stunde wird das Brot rausgeholt und dann verteilt nach Wärme wieder rein. Weil er gleich ungleichmäßig ist. So ein Holzofen ist. Ist aber fast zu schade, dass ihr das bis 4-mal macht. Das kann man doch jedes Wochenende kann man das doch machen. Die in Hausen, wenn die so ruhig und starrt und man trifft sie. Ja, ich verstehe es, klar. Wann fängt sie da an, wenn sie abends backen wollt, mit euch den ganzen Tag vorher treffen, oder? Teig machen? Normalerweise so um 1:30 treffen wir uns und ich halt um 1:30 ein. Da wissen wir aber Bescheid, was die zu tun haben, die Mädels. So, schmeckt's noch? Ich war auf dem mittleren Tisch noch nicht. Achtung, ich komme. So, das war eine Drohung übrigens. Da ist er nur einer, schon wieder so lang, der heizt auch nicht. Der heizt den Ofen auch nicht an, sonst wäre die Haare gebracht weg. Servus, wer sind wir denn? Maibaum. Maibaum bist du. Na, wer bist du?
Der Klaus. Der Klaus, servus. Klaus, hast du auch eine Tochter, die mitpackt? Weil von ihm haben wir es gerade festgestellt, dass er eine hat. Ja, ich habe keine Tochter. Nix. Ja, ja. Mei. Aber nur, bloß Buben. Ja, das lang da. So ist er schon. Seid nur. Boom! Ihr seid Feuerwehr? Auch Brotbackverein? Jawohl. Sauber, sag ich. Da immer noch so viel. Ich setze mich jetzt da mal mit her. Das ist eine Butter. Das mache ich auch ganz gerne. So, was können wir denn für eine Brotsorte gerade empfehlen? Haben wir das Kernelbrot schon probiert? Das ist das Bauernbrot, oder? Ich mag das Rampftl. Ja, dann nimmst du. Ja, ich bin. Das ist eine Anweisung. Das ist ein scharfer Ton. So schau her. Achtung. Was ist das bei euch? Ich hab schon in Dienhausen. Was gibt's in Dienhausen sonst noch für Zusammenkünfte, wie jetzt außer am Feuerwehrhaus, beim Brotbackverein und Feuerwehrübungen? Erst was Maifeier haben wir jetzt gehabt. Dorffest haben wir. Vatertagsfest. Ja. Vater, ich sag mal, was ist denn los? Ja, ihr seid dabei, gell? Und beim Brotbacken ist da jeder dann mal gefordert? Also wird jeder mal angewiesen, du musst feiern um die Zeit? Zum Brotzeit machen wir jetzt das auch, oder? So man fast denkt. Aber ihr habt einen klaren Unterschied. Mann, Frau, Frau. Das ist, ist das in der Kirche auch so? Warum sitzt jetzt hier eigentlich da? Das sind schon die Jungen jetzt. Ach so, ihr wisst schon nicht, was hingehört, oder? Das ist eher, wenn man nur ein bisschen nachhaken. So, jetzt probiere ich mal das Rampftadl natürlich. Aber so eine Stunde warten aufs Brot. Ihr habt ja nur mal was. So schaut es im Endergebnis aus. Ich traue so durch. Oh. Das Kind schreit, weil die Schiedere kommt. Ist mir klar. Das ist das Fertige jetzt, was vorher nicht gekommen ist. Ja. Oder Sonnenrad. Ja. Das ist ja Wahnsinn. Ihr könnt es wirklich was, muss ich sagen. So. Liebe Zuschauer, bevor ich am Rampftal ersticke, werde ich jetzt Feuchtes drauf tun. Das heißt, ein Obatzen, und zwar neben dir. Und dann werden wir weiter berichten. Ortschaft der Woche. Erst einmal danke an den Brotbackverein. Schöne Töchter, schöne Söhne gibt es hier am Feuerwehrhaus. Und das war's dann auch schon. In diesem Sinne, macht es gut, winkt zum Beispiel ein. Da. Brotbackverein Dienhausen. Bis zum nächsten Mal. Servus. 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 Das war die Ortschaft der Woche. Strom und Erdgas der Stadtwerke München gibt es auch in Denklingen. Wechseln Sie jetzt!